Seit heute brennt auch in Oldenburg die Universität nach dem bundesweiten Aktionstag am Dienstag. Warum das erst heute in Oldenburg mit den Protestaktionen losging, da haben wir ein paar Fragen vorbereitet. Matthias, du bist Studierender hier an der Universität Oldenburg. Wie kam es jetzt zu dieser doch späten, aber plötzlichen Protestaktion in Oldenburg? Plötzlich, das trifft es eigentlich sehr gut, weil diese Aktionen eigentlich ziemlich spontan entstanden sind. Ich habe gestern erstmals Flyer erhalten bezüglich dieser Protestaktion und es sind wirklich spontane Protestaktion und wie ich aus Polizeikreisen gehört habe, auch die größte in Bezug auf Bildungsfragen bisher in Oldenburg, was uns hier alle sehr glücklich gemacht hat. Wogegen oder besser gefragt, wofür ist denn diese Protestaktion? Also wogegen trifft es, glaube ich, eher, und da ist die Liste lang. Also es geht einfach allgemein, wie im Rest von Deutschland auch, um die schlechten Studienbedingungen. Also hohe Studiengebühren, schlechte Studienbedingungen, Anwesenheitslisten, hohes Arbeitspensum und vieles, vieles mehr. Und es lässt sich einfach nicht aufzählen, aber da muss einfach was getan werden. Und ich bin sehr froh, dass hier jetzt endlich was getan wird. Du hattest schon angedeutet, dass eine sehr große Protestaktion ist. Kannst du uns beschreiben, wie viele Demonstranten da sind oder in Deutschland, in Europa sogar? Dazu kann ich leider überhaupt nichts sagen und ich denke, da kommen tagtäglich mehr zu. Also ich habe gehört, auf der Protestaktion, allein auf der Demo durch die Stadt, seien 500 Studenten gewesen. Und in der Zwischenzeit wurde hier auch unser Hauptvorlesungsgebäude in Beschlag genommen. Ich kann nicht sagen, wie viele Studenten bisher daran beteiligt waren oder sind. Nicht in Oldenburg und auch nicht deutschlandweit. Gibt es denn schon Gespräche mit der Unileitung oder gar dem Wissenschaftsministerium hier in Niedersachsen? Darüber weiß ich leider nichts. Ich habe gehört, mit der Unileitung hätte es schon Gespräche gegeben, aber darüber kann ich leider keine Auskunft geben. Okay. Seid ihr eigentlich alleine auf euch gestellt oder gibt es schon Kooperationen mit, ja, sagen wir mal, Bremen oder Hannover? Da kann ich auch nichts zu sagen, aber wie gesagt, es ist eine spontane Aktion. Es ist wirklich, ja, okay, ich kann nicht dazu sagen, es tut mir leid. Dann frage ich mal, wenn das so spontan ist, auf wie viele Tage habt ihr euch denn eingerichtet zum Übernachten hier? Also ich habe schon gehört, dass die meisten hier gewillt sind, so lange durchzuhalten, bis sich etwas tut. Und das kann natürlich sehr lang sein. Und was passiert jetzt hier gerade hinter uns im großen Forum? Ja, unser Hauptvorlesungsgebäude wird, wie gesagt, gerade in Beschlag genommen. Einige Studenten werden hier übernachten, das Gebäude besetzen und im größten Vorlesungssaal findet gerade ein Plenum statt, wo das weitere Vorgehen besprochen wird. Und ja, wenn ich jetzt da wäre, könnte ich vielleicht mehr sagen. Okay, dann entlassen wir dich und wünschen noch viel Erfolg bei euren weiteren Protestaktionen. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen.